Schönen guten Abend aus Köln. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und mit diesen Themen starten wir in eine neue Lokalzeitwoche. Nach dem Bombenfund Experten beraten, wie man im Stadtteil Sülz weiterbaut. Brandanschlag auf die Kölner Moschee. Ein vermutlich verwirrter Mann legte das Feuer und Casting für den großen Ball. Kölner Jugendliche wollen tanzen, wenn die Flora eröffnet wird. Und wir öffnen Ihnen jetzt die Augen für die Schönheit Kölns. Ein Bürgerantrag, die Merianstraße in Köln-Chorweiler direkt am Bundesamt für Verfassungsschutz in Edward-Snowden-Straße umzubenennen, hat keine Chance. Die Stadt erklärte, den Antrag erhalten zu haben. In Köln würden aber grundsätzlich keine Straßen nach Personen benannt, die noch leben. Der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden enthüllte Anfang Juni, dass die USA und Großbritannien seit Jahren die Telekommunikation und das Internet weltweit überwachen. Der Antragsteller sieht in Snowden ein Vorbild im Engagement um die Achtung der Privatsphäre.